Hallo. Hallo, freut mich sehr, schön Sie kennenzulernen, ja. Guten Tag, hallo. Na? Ich freue mich immer noch darauf, du bist ja auch ein Big-Metal-Fan. Ein was? Ich freue mich immer noch darauf, wie du mir deinen Ventilator gesponsert hast auf dem Festival. Bin da fast weggelaufen vor Schweiß. Es war aber auch sehr, sehr warm, muss man auch dazu sagen. Es tropfte also schon über die Nase in die Ritzen von den Federn rein. Ich war so, wenn das jetzt crasht. Ja, das war ein bisschen eklig. Nico, ich hab da was. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Stage Talk Podcast Folge hier live von der LeadCon 2023. Ein ganz ungewohntes Bild. Wir sitzen nämlich hier auf einer Bühne und machen heute mal so ein bisschen plaudern ein bisschen durch die Gegend und haben vielleicht den einen oder anderen hier am Start. Ich hoffe, ihr könnt auch kommt gerne ein bisschen rankommen und dann können wir ein bisschen quatschen. Sieht doch merkwürdig aus mit den SN7Bs in der Hand, aber alles für die gute Aufnahmequalität. Da genau. Ist doch was zweitrangig. Wir fangen mit dem ersten Gast an und zwar haben wir direkt, die Messe selber können wir ja fast sagen, hier neben uns sitzen. Hast du schon so eine allererste Einschätzung, wie bei unserem, auch im Livestream, wie lief die Messe für euch? Sie ist ja wirklich deutlich größer geworden. Also ich habe das Gefühl, dass die doppelt so groß ist als letztes Jahr. Besucherzahlen sehen auch gut aus. Wie ist dein Eindruck? Ja, hat sich nicht geändert zu unserem YouTube-Livestream, den wir gemacht haben. Es ist immer noch sehr gut für uns. Wir sind sehr, sehr glücklich mit der Entwicklung, die wir genommen haben. Gestern der Tag, wir waren ja, glaube ich, mittags verabredet zum Stream. Und da haben wir noch gesagt, es ist ein bisschen voller als gestern. Es war auch so, nicht viel, aber von den Zahlen her ein bisschen sogar noch vor Tag 1. Wir haben jetzt 4.000, jetzt über die ersten beiden Tage 4.000 Gäste hier begrüßen dürfen. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Genau, ich glaube, die Aussteller, also wenn, was man an Feedback bekommt, die sind irgendwie glücklich, ja. Essen war auch gut. Ja, du hast gerade noch eine Kürbis gehabt vor der Aufnahme. Natürlich, vor der Aufnahme ist das ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Was mich interessieren würde, wir haben gerade eben schon auch einen super spannenden Vortrag hier gehört, in dem ich mich selber kurz mal am Ende noch mit reingesneakt habe. Ich wär gerne vorher da gewesen, aber hatte ein sehr schönes Gespräch bei Alcons am Stand. Jetzt hat man mal da Zeit dafür, mit den Herstellern zu sprechen. Wie war eigentlich der Ablauf, dass ihr sagtet, wir möchten gerne die Speaker auf der Bühne haben und die, wie ist das passiert? Ich meine, da kommt dann eigentlich einfach jemand her und sagt, ja, ich nehme jetzt ein Mikrofon und spreche da mal kurz rein. Doch, so war's. Echt? Okay. Können wir dann für nächstes Jahr schon Anfragen stellen, wo welche Bühne wir gerne haben? Genau, legt einfach, was ihr wollt. Ja, okay. Nee, Rosa hat bei uns aus dem Team, hat sich ums Programm gekümmert. Ja, und das fängt natürlich bei so einem großen Projekt Anfang des Jahres eigentlich schon immer an, dass man sich Gedanken macht, welche Themen wollen wir angehen, was sind unsere Haupttopics, die wir adressieren wollen, wo wir glauben auch, dass das vielleicht so die brennenden Themen des Jahres sind oder wirklich die Themen, die auch alle irgendwie mitnehmen. Und dann versuchen wir natürlich erstmal in Gruppenaustausch Ideen zu entwickeln, welche Themen es dann darunter sein können und versuchen dann rauszufinden, welche Leute gibt es überhaupt da draußen, die was dazu sagen können. Und auf der anderen Seite kommen natürlich auch von den Ausstellern, von den Besuchern immer ganz viele Ideen auf uns zu. Und dann schauen wir natürlich immer, passt das rein, passt das vielleicht auch zu unserem Themenspektrum, was wir machen wollen dazu. Und am Ende wollen wir natürlich auch dann die Zielgruppen, die wir auch hier haben wollen, irgendwie auch abholen. So, und das ist dann nochmal der andere Kern, zu sagen, okay, das Angebot, was wir haben, muss so vielfältig sein, dass es auch die Personen interessiert, die dann da sind. Ne? Also genau. So dementsprechend, also ist ein riesenlanger Prozess und sehr viel Arbeit und auch nochmal echt Kudos an Rosa, die das wirklich hervorragend gemacht hat, mit einer halben Stelle sogar. Wahnsinn, absolut. Ich finde es sowieso sehr schön, dass du viel teilgenommen habe, auch als Speaker, zumal das ja, ich würde sagen, für uns in der Branche sehr ungewohnt, auf einer Bühne zu stehen, für mich by the way auch, zu sitzen. Und deswegen muss man, glaube ich, dir erstmal auch so ein bisschen überwunden kriegen, von wegen, hey, du musst von deinem Mischpult heute ein bisschen mal auf die Bühne ins Licht und mal ein bisschen was erzählen. Aber ich habe ja eigentlich alle wirklich sehr gut hinbekommen und hätte gerne das Gespräch von eben noch weitergeführt, weil ich das wirklich sehr spannend fand und mich echt ein bisschen ärgere, dass ich so spät dazugekommen bin. Aber ey, so läuft das halt auf einer Messe, wo wirklich sehr viel los ist und man viele Möglichkeiten hat. Genau. Marcel, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Und wir haben uns hier auch sehr wohl gefühlt auf der LeadCon. War eine sehr schöne Messe auch für uns. Ne? Auch von unserem Team nochmal vielen, vielen Dank für den Support, den ihr auch und auch das gute Briefing hier auch für die Stage, das wir bekommen haben. Also ihr habt schon viele Sachen sehr richtig gemacht. Ich gebe das ans Team weiter. Sie haben es hoffentlich gehört. Schön, dass ihr da wart. Genau. Ja, vielen, vielen Dank. Gerne. Wisst ihr, was ich an Festivals nicht mag? Wenn bei schlechtem Wetter das Equipment absäuft und danach im Sack ist. Nico, du und deine Dramatik. Aber ja, das Wetter kann ein echter Spielverderber sein. Aber weißt du, was das Wetter nicht verderben kann? Dayclay Parky Arola Aqua. Aha, aha. Erzähl mehr.
Das ist ein IP66 Moving Head, der nicht nur wetterfest ist, sondern auch ein echtes Kraftpaket mit einer erstaunlich kompakten Bauform und geringem Gewicht. Ja, by the way, und ich habe gehört, dass er eine CMY-Farbmischung mit 16-Bit-Steuerung und einem 6-Farben-Rad hat. Das klingt nach einem perfekten Moving Head für jede Outdoor-Veranstaltung. Genau, Nico. Und vergiss nicht, das innovative Animationswheel, zwei Goboräder und der 16-Blatt motorisierte Iris. Er hat sogar ein Framing-System mit 4 Ebenen und einer Rotation zwischen plus oder minus 60 Grad. Jan, du klingst so technisch heute. Aber ich gebe zu, das klingt wirklich beeindruckend. Und mit der exklusiven GoBright-Technologie gibt es keinen Lichtverlust oder Farbverschiebungen, wenn Gobos in den Lichtstrahl eingeschoben werden. Ich kann natürlich auch technisch sein, wenn ich will. Aber im Ernst, den Claypaky Arola Aqua solltet ihr da draußen auf jeden Fall mal abchecken. Absolut. Und für alle, die mehr über den Arola Aqua erfahren möchten, schaut in unsere Podcast-Shownotes oder geht auf www.claypaky.it. Genau, wir holen auch schon direkt den nächsten Podcast-Gast, weil es ja so ein bisschen Open Mic ist. Ja, ihr müsst verstehen, ihr könnt gerne, wenn ihr Lust habt, auch was zu sagen, könnt ihr gerne mit auf die Bühne kommen, kurz mal 2, 3 Sätze sagen. Und wir haben auch schon direkt unseren nächsten Gast hier. So, Nico, Eckel. Du kennst ihn schon, ne? Ja, ich finde es so witzig, weil Eckel ist auch ein guter Freund von mir. Durch Tobi. Schon viele Abende gehabt, auf gewissen anderen Messen gab es auch sehr wichtige Abende hier auch. Und ich möchte gerne auch in dem Podcast hier mal beleuchten, weil wir eben auch ein paar Gäste haben. Ihr steht voll weit weg, ihr könnt euch hier hinsetzen, ne? Nur mal just saying. Also ich weiß, dass alle schüchtern sind in dem Job, aber ihr müsst nicht da hinten stehen. Die Saison war ja unfassbar krass im Vergleich zu den Saisons, die es vor Corona gab. Was ist bei dir abgelaufen? Mal ganz kurz zusammen, du hast ja wirklich sehr viel Projektleitung gemacht, du warst im Ausland mehrfach. Wie ist der Vergleich zu den Vorjahren? Naja, also Corona war ja sehr viel Studio, sehr viel geschaut, was kann man jetzt streamingmäßig machen, ohne jetzt wirklich On-Site-Veranstaltungen zu haben. Was macht ihr hauptsächlich erstmal vielleicht als Projekte? Also als ich bin bei einer Firma, wir machen viel Ärztekongresse, europaweit. Und wie gesagt, zu Corona, es ging schon weiter, es musste irgendwie weitergehen, aber wir hatten halt, ja, wenig, wo sich die Leute wirklich vor Ort treffen konnten, viele Videoschalten. Und dann nach Corona war dann sehr lange so in der Schwebe, geht's jetzt weiter, kann man sich wieder treffen? Ja, zum Glück ging es ja irgendwo, ist ja auch schon trotzdem zum Glück auch ein bisschen her das Thema, aber du warst ja kaum zu Hause, warst dann nur im Ausland. Was machst du denn? Du bist ja quasi Projektleiter von den ganz großen Dingen. Was passiert da eigentlich? Weil viele fangen ja mit den kleinen Firmen an, erstmal 2, 3 Mitarbeiter und so weiter. Ich weiß ja, dass es bei euch ein bisschen größer ist. Erzähl mal kurz, was deine Rolle ist auf den Jobs, die du da im Ausland machst. Wenn du schon wieder bei WhatsApp schreibst, wenn wir uns treffen wollen, ich bin schon wieder in Barcelona. Ja, was machst du da schon wieder? Naja, am Ende, wir machen komplett Dienstleistungen für die Kongresse und haben dann irgendwie 100-köpfige Crew und 500 Bildschirme, die da irgendwie rumstehen. Genau. Ja. Das fand ich eigentlich ganz interessant. Das wollte ich eigentlich aus sich rauskitzeln. Ja, also wir haben halt, viele machen halt dann eine Bühne. Wir haben 20 Bühnen auf einem Kongress, die aber voll ausgestattete Veranstaltungsräume sind. So. Sehr bescheiden, der Eckel. Der macht, wie gesagt, die ganze Projektleitung. Ich weiß das ja. Und scheucht die ganzen Menschen durch die Gegend und guckt, dass alles funktioniert. Beschreibt es aber gerade so, als wäre der Praktikant weg. Was aber nicht der Fall ist. Ich weiß das ja selber. Nee, danke, dass du da warst auf jeden Fall. Vielen Dank für den kleinen Einblick. Genau. Und wir sehen uns sowieso bald wieder bei dir wahrscheinlich für eine Runde Billard. Auf jeden Fall. Sehr gut. Es ist eine Runde Dart, wollte ich sagen. Es geht hier schon heiter weiter. Die Podcast-Gäste stehen hier schon so an der Seite der Bühne und kommen hier quasi schon wieder rein. Da ist schon direkt der Nächste. Marcel, du hast ja quasi mit eurem Scheinwerfer den TikTok-Hit hier auf der Messe gelandet, sage ich ja. Und ich glaube, der Ableton Cobra hat jetzt irgendwie bei TikTok schon knappe 30.000 bis 35.000 Aufrufe. Wir können es uns nicht erklären, aber ist es auf jeden Fall interessant, weil ein Movie-Head mit 98 Gobos ist ja auch nicht so normal. Ja, das stimmt, ist überhaupt nicht normal. Nee, ist interessant. Also niemand versteht diesen Algorithmus, würde ich sagen. Ich auch nicht, ich verstehe die ganze App nicht, aber ist ein anderes Thema. Also, ich kann es mir auch nicht erklären, aber es ist doch irgendwie lustig. Also, dann haben wir mal ein Thema gehabt hier auf der Messe, gerade wir ja immer, ne? So, guck mal, wie viele Klicks schon wieder. Und genau. Was ja selber noch von deinem Account erzählt und machst da irgendwelche Halb-Comedy-TikToks in Sachen Licht, wo ich sowieso nicht weiß, wie das gehen soll, aber ich habe da ein paar Sachen gesehen. Ja, ich habe da irgendwann mal mit angefangen, so aus Spaß. Also, man hat sich TikTok runtergeladen und, ne? Was ist das überhaupt und warum? Und irgendwie siehst du dann so ein paar Videos, ein paar Vorlagen und denkst, ey, geil, das könnte man auch mit einer Lampe machen. Und dann habe ich irgendwann mal angefangen, so ein paar lustige Videos zu drehen und einfach von meinem Arbeitsalltag manchmal, ne? Also so Demo beim Kunden, mal Shootout-Video,
Und das hat sich durch meine Arbeitgeber auch durchgezogen. Also mein Account ist noch gespickt mit meinen alten Arbeitgebern auch noch. Mhm. Und irgendwie, da gab es auch mal immer so ein Video, das ist dann mal so mit 30.000, 35.000 Views irgendwie durchgegangen und du weißt einfach nicht warum. Also es ist... Ja, vor allem ist das Video mit der Reparatur, wo er erst zitterte und dann hast du so eine ganz tolle Filmmusik eingespielt. Ja, ja. Sag doch mal kurz für die Aufzeichnung deinen Account-Namen, dass man es auch vielleicht mal finden kann. Genau, damit du vielleicht noch ein paar Follower kriegst, nur wenn du möchtest. Nee, alles gut. Das kann man auch so irgendwie mal durch Zufall finden, das reicht. Durch Zufall, ja. Der Algorithmus wird das dann finden. Dann will er es nicht anders. Nee. Nochmal eine ganz kurze Frage jetzt ja. Auch zu LeadCon. Wie habt ihr als Aussteller so LeadCon wahrgenommen? Wie ist euer Eindruck jetzt am dritten Messetag? Kannst du schon ein erstes Fazit ziehen? Ja, auf jeden Fall. Die ersten beiden Tage waren für uns der Hammer. Wir finden die Messe deutlich angenehmer als manch andere Messen. Du hast erstens sicher die Lautstärke. Es ist sehr familiär. Ne? Du bist mal in 2 Minuten schnell bei jemand anderem oder du siehst jemanden in der Ferne, winkst mal wieder zu. Ja. Das ist ein bisschen anders als auf einer großen Messe, wo du teilweise die Leute einfach nicht siehst, weil sie vorbeirennen oder andersrum. Ja. Und ich finde, man hat hier ein bisschen mehr Zeit, ist ein bisschen entschleunigter. Und im Prinzip geht es ja auch auf der Messe um Networking. Und genau. Am Ende des Tages verkaufst du hier auf der Messe nichts, aber es geht darum, die Leute zu treffen und mal zu quatschen, wie geht's. Und das ist hier einfach perfekt. Einfach auch so ein bisschen Networking, wofür eine Messe eigentlich auch da ist und man nicht irgendwo ja. Im Stand platziert ist, wo sowieso keiner vorbeirennt. Ja. Das ist auf jeden Fall anders. Genau. Herzlichen Dank. Super, Marcel. Sehr vielen, gerne. Vielen Dank für deine Zeit. Viel Spaß noch. Danke. Die Reels könnt ihr übrigens auch natürlich bei uns auf Instagram sehen mit dem Moving Head, genau. Der 98 Gobos hat. Klar, ich bin nicht so Team Licht, aber... Ja, ja, genau. Moving Head mit 98 Gobos und... Dann so, dann so. Ja, komm ruhig rein. Genau, wir haben schon direkt den nächsten Gast hier. Ist ja Wahnsinn, wie viele Leute. Ihr könnt hier, by the way, das ist so Open-Mic-mäßig. Ich weiß, alle schüchtern, ich kenne das selber, aber kannst hier einfach rein. Übrigens, guck mal, der grinst da hinten so. Ja, ja genau, nicht weggelaufen. Martin war selber schon Zweiteiler mehrfach bei uns im Podcast. Genau, den holen wir gleich auch noch, den verhaften wir gleich auch noch. Aber erstmal natürlich zu dir, Timo. Erzähl mal. Ja, ich bin Timo Meschkart von Team Events Veranstaltungstechnik und ich bin großer Podcast-Fan. Und freue mich echt, heute mal hier sitzen zu dürfen. Und das ist auch meine erste Veranstaltungstechnik-Messe. Und ich bin echt hin und weg. Also direkt mit der guten gestartet im Paradies, was leuchtet und blinkt. Ja, genau. So. Und du bist Azubi oder, sorry, oder? Nee, eigentlich bin ich Tischler. Auch nicht schlecht. Und ich mache das so ein bisschen im Nebengewerbe. Aber eigentlich will ich mehr in die Veranstaltungswelt. Habe jetzt frisch mein Gewerbe angemeldet, will das so ein bisschen aufbauen. Mhm. Habe jetzt so 1, 2, 3 kleine Bands, die ich so unterstütze. In was machst du genau? Machst du Full Service mit Material? Ich bin Tontechniker. Also, das ist schon mal gut. Habe mich der Tontechnik verschrieben. Falsche Antwort. Wie das halt so ist, man hat hier ein paar Kumpels, man hat da ein paar Kumpels. Ich bin gerade noch relativ regional unterwegs mit 2, 3 kleinen Bands, wie gesagt. Und aber so fängt sie an am Ende. Ja, genau. So erstmal klein starten und mal gucken, wohin die Reise geht. Ich habe jetzt eine Band. Wir wollen nächstes Jahr ein paar kleine Shows spielen und wir sind gerade ein bisschen am In-Ear-Rack bauen und dies und das alles vorbereiten. Und da kann man sich auch wirklich... Ordentlich, es kann ordentlich ausatmen, wenn man sowas anfängt zu bauen. Das kann auch ein paar Nächte kosten, ich spreche da aus Erfahrung. Ja. Aber wenn man einmal ein vernünftiges Indie-Rack hat, by the way, ist das echt das Beste, was du machen kannst. Vor allem mit kleinen Bands, die noch nicht immer vielleicht ein FOH bei haben, machst du schön Passiv-Split. Da hast du einen Einzelkanäle, lass mich in Ruhe, Indie machen wir selber. Ja. So ist das, das ist dann auch der Plan, dass ich dann den FOH übernehme und dann haben wir ein kleines Set und dann gehen wir von kleines Festival hier, kleines Festival da und... Klar. Ich hoffe mal, das wird eine coole Sache. Wenn du dran bleibst, dann wird es das bestimmt. Genau, auf jeden Fall. Cool. Cool. Vielen herzlichen Dank. Ja, danke schön, dass ich schöne Messe noch auf jeden Fall. Genau, schöne Messe noch. Viel Spaß noch. Und weißt du, wenn du irgendwie was damit machst mit deinen Bands und so weiter und mischst, dann kannst du uns ärger mal taggen, dann weißt du auch, was daraus geworden ist. Ja. Ja, perfekt. Jetzt haben wir, glaube ich, noch einen Stammgast, den wir quasi auf die Bühne zitiert haben, würde ich mal sagen. Aber es ist sehr nett. Ich freue mich mega, dass du heute hier bist, Martin. Hallo. Hallo, freut mich sehr, schön die kennenzulernen, Guten Tag, hallo. Na? Ich freue mich immer noch darauf. Du bist ja auch ein Big-Metal-Fan.
Ein was? Ich freue mich immer noch darauf, wie du mir deinen Ventilator gesponsert hast auf dem Festival. Bin da fast weggelaufen vor Schweiß. Es war aber auch sehr, sehr warm, muss man auch dazu sagen. Es tropfte also schon über die Nase in die Ritzen von den Federn rein. Ich war so, wenn das jetzt crasht. Ja, das war ein bisschen eklig. Nico, ich hab da was. Genau, übrigens, falls ihr uns nicht seht, weil es gibt natürlich auch eine Videoaufzeichnung, sitzt übrigens der Martin hier vor dem Mikro, den wir schon in diversen Podcast-Folgen dabei hatten. Jetzt habt ihr mein Gesicht dazu und könnt den sogar live. Ja, super. Aber ich hab mich mega gefreut. Darauf haben alle gewartet. Ich habe mich mega gefreut, dass du auch heute hier am Start bist. Also ja, es war auch sehr spontan, ehrlich gesagt. Wir reisen standesgemäß mit dem Schiff an. Achso, du kamst ja natürlich. Von wo kam die AIDA gerade? Wir sind gerade aus Belgien, glaube ich, gekommen. Genau, wir haben eine Kurzreise gemacht. Wir waren hier 14 Tage in der Werft bei Plom und Voss. Super schön. Und haben dann eine Kurzreise gemacht und sind jetzt wieder hier. Also das heißt, du hast wieder Show programmiert auf der AIDA. Und genau, richtig. Man hat deine Story gesehen. Was hast du dann genau gemacht wieder? Wir haben alte Mac 700, Gott habe sie selig, ausgebaut und verschrottet. Und dafür ein Äquivalent von Robe eingebaut und dementsprechend relativ viel angepasst. LED-Wände getauscht, Pandoras-Boxen eingebaut. Also ja, was man halt so macht. Was man halt so macht. War auf jeden Fall spannend, sagen wir so, ja. Also sah schon wieder absolut cool aus. Kann man ja jetzt live machen. Ich soll euch übrigens vom Bounty die ganze Zeit grüßen. Ach. Genau, den hatten wir nämlich auch schon im Podcast, gestern. Aha. Spoiler. Ja. Genau, die haben es auch genauso in deinen gleichen Ton gesagt. Liebe Grüße. Liebe Grüße. Ist witzig, weil Bounty habe ich letzte Woche beim Jeremias-Konzert in Hamburg gesehen. Wir waren einmal kurz Ausflug aus der Werft gemacht. Haben sie euch rausgelassen? Wir haben uns rausgelassen, ja, schön dumm. Kurz Barriere vorbeigeschaut. Genau, und sind da mal kurz vorbeigegangen. War ganz witzig. Also Sporthalle Hamburg, natürlich total beschissener Sound, aber ja. Ist halt eine Sporthalle. Sieht cool aus. Ja, Punkt. Ja, nicht mal das. Also es ist halt wenn es dunkel ist und die Bühne leuchtet, ist das eigentlich okay, finde ich. Aber das war es auch wirklich. Genau. Aber es ist halt immer noch, es ist halt irgendwie keine schöne Venue. Nee, voll. Aber die Show ist fett. Aber es fehlt auch in Hamburg generell. Es gibt so die Barclaycard und dann gibt es halt die ganzen kleinen, so Grünspan, irgendwie große Freiheit, darf man ja nicht mehr hin so. Aber also es gibt ja so die ganzen kleineren, aber irgendwie was Geiles dazwischen fehlt. Ich meine die Leishalle, aber das kann sich halt keiner wirklich leisten, da zu spielen, außer man hat. Das ist wie die Virtue Hall bei uns, kann sich auch keiner mehr schleichen, außer die großen Ami-Produktionen. Ist halt auch aufwendig, da irgendwie was reinzuhängen, ne? Das ist quasi keine Punkte und so. Und dann ist halt Sporthalle, aber das ist halt auch scheiße. Also ja, stellst halt irgendwie ein riesen Krasskarree rein, was irgendwie auch alles rumnervt. Das gleiche Problem haben wir ja in Berlin mittlerweile auch, dass du so kleine, schöne Venues hast, 500er Größe, 2000er, das passt irgendwie noch mit Hackschleiß zum Beispiel. Ja. Das nächste Größere ist dann wirklich erst die ganz großen Sachen. Da kannst du dann auch wieder 100 Tonnen ins Dach hängen, das ist keine Übertreibung, das ist halt wirklich so. Gehen ja schon 7 für D und B drauf, aber Spaß. Aber keine Ahnung, das kann kein Mensch bezahlen. Und wer will denn da noch hingehen? Columbia-Halle ist ganz schön in Berlin. Die ist ja ganz, ganz cool. Ich finde es akustisch auch nicht so einfach. Es ist halt so ein Betonbunker, aber irgendwie ist sie ganz geil. Akustisch gibt es auch nur ein paar geile Venues. Also der Verti Hall in Berlin finde ich also schon ganz schön gut. Lichtmann, also keine Ahnung. Also, was ich, du musst es ja unter einem anderen Aspekt betrachten. Passt genug ins Dach, genug Strom da. Also da fand ich es bis jetzt so eigentlich am besten. Aber ich glaube, die Halle ist auch eher so für Konzerte gebaut. Und es ist, die ist genau dafür gebaut kein Velodrom, was man dann noch nutzt, um auch Konzerte zu machen. Sondern da fahren Fahrräder und da gibt es Konzerte. Genau. So. In der Woche Fahrräder, am Wochenende längst das andere. Aber kurz mal Kontext, falls dich jemand noch nicht gesehen oder gehört hat, was machst du die Saison über? Weil bei dir ist es ja auch wieder komplett explodiert, um mal kurz das anzureißen. Genau. Die letzte Saison auf jeden Fall, ja. Genau. Wir waren viel mit Crow unterwegs, den ganzen Sommer über. Da haben wir uns ja zweimal Sanremo und Sanremo. Heroes Festival in Freiburg. Freiburg, ja, genau, das war unser letztes Festival. Genau. Und ansonsten halt sehr viele Projekte mit diesem Kreuzfahrtkonzern mit 4 Buchstaben, nicht den mit 3. ja, das sind eigentlich so die Projekte, die so anstehen. Damit ist das Jahr schon relativ gut gefüllt. Dann noch so ein paar kleinere Sachen, Emilio, so ein kleinerer Act irgendwie. Mal hier, mal da, noch ein paar Techno-Festivals, was man halt so macht. Techno, Techno, nicht? Ja, wer mehr von dem hören will, wir haben schon was aufgenommen. Genau, es gibt schon insgesamt 4 Folgen von dir. 4? Also mit 2 Doppelfolgen. Ne? Zwei Doppelfolgen, was nicht eine einzelne und 2? Ich glaube nämlich auch, dass Ja, du hast gelogen. Ja, es gibt eine, wieder. Es gibt 3 quasi, ja. Genau. Ja, das graue Haar kommt durch. Ja. Die habe ich schon 2 Jahre lang graue Haare, by the way. Man sagt mir, ich sag immer nur, ich arbeite viel, was glaubt mir auch immer keiner. Ja, nee. Das ist ja auch schwer zu glauben. Aber sie nächstes Jahr auch schon wieder, habe ich gesehen. Wir sind wieder ein paar Festivals gleichzeitig anscheinend. Ich weiß nicht, ob das schon offiziell announced ist, aber ich hörte davon, dass wir eventuell
Na, können wir vielleicht mal was vor Ort zusammen möglicherweise machen. Möglicherweise nächstes Jahr nochmal parallel irgendwo spielen, ja. Ich hörte auch davon. Ist, du bist nochmal mit Esther wahrscheinlich unterwegs. Auch, ja. Auch. Aha. Auch. Ja. Noch mehr. Darf ich auch nicht sagen. Aber genau. Okay, alles klar. I see. Mhm. Okay. We see. Es wird auf jeden Fall ein spannendes Jahr nächstes Jahr. Ja, total. Es wird auf jeden Fall nicht weniger. Danke, dass du da warst. Ja, nee, danke auf jeden Fall nicht. Genau. Danke euch. Noch eine gute Zeit. Viel Spaß noch auf der Messe. Ne? Ja, wir sehen uns und hören uns später. Genau, Fortsetzung folgt. Genau, Fortsetzung folgt. Tschüss, Martin. Ja, mega. Guck mal, das kommt gleich ein direkter schöner Wind hier rein, ne? Ja, direkt. Finde ich ganz geil. By the way, ich weiß, habe ich ja schon dreimal gesagt mit dem Stichern und so, wenn ihr selber mal kurz was da rein sagen wollt, was dieses Jahr passiert ist, was vielleicht spannend sein könnte, genau. Macht das gerne. Kommt einfach auf die Bühne. Geht nochmal in euch, vielleicht mehr als so. Ich folge eurer Einladung. Bis dahin haben wir Peter. Peter, grüß dich. Hallo. Na, mein Lieber? Ja, gut soweit. Und bei euch? Siehst ein bisschen müde aus. Ja, war lang. Ich war ja vorher noch in Birmingham auf BPM. Stimmt, du hast ja Doppelmesse, ne? Ja, und jetzt bin ich dann auch mal müde langsam, ne? Ja, glaube ich. Wir haben zwar viele Meinungen gehört, aber trotzdem würde es mich interessieren, weil es ist ja doch irgendwie dann doch ein ganz anderes Konzept hier. Sonst habt ihr immer riesen Trasskarree, alles hängt und blinkt und rastet aus. Alles ist ein bisschen mehr basic. Findest du das cool? Ja, ist schon cool auf jeden Fall. Ist halt was anderes als die ProLine und Sound auf jeden Fall. Ja. Schon vom Konzept her. Ne? Was halt schön ist, dass du ein bisschen, also du hast schon mehr Zeit für längere Gespräche. Hm. Den Ansatz finde ich gut so. Ich finde es cool. Ist halt, wie gesagt, was ganz anderes als die ProLine und Sound. Du kommst halt auch mal mit Leuten ins Gespräch, die du jetzt auf der ProLine und Sound nicht so bedienen kannst, weil wir halt da tatsächlich sehr durchgetaktet sind, auch mit den Terminen einfach. Ja, ne? Ja, klar. Weil du halt viele große Kunden einfach da hast. Mhm. Das ist so, ne? Nee, geht es mehr ans Connecting, als zu zeigen, guck mal, wir haben 100.000 Lampen im Bestand. Genau, ja. Es ist ja auch das Konzept der Messe, dass du eher mal ins Gespräch kommst, ein bisschen Zeit hast. Ne? Ja, voll. Aber hat es trotzdem für euch gelohnt als Team Steinecke? Bitte? Hat es trotzdem für euch gelohnt? Ja, auf jeden Fall. Dieses Jahr war gut. Letztes Jahr, muss ich sagen, war ich nicht so ganz zufrieden. Dann war es mir etwas zu wenig. Man muss auch sagen, es war auch so in den Startlöchern. Es ist immer schwer zu... Ja. Aber deswegen haben wir auch gesagt, wir machen es dieses Jahr nochmal. Und wir haben ja die Kollegen von Matrix mit dabei. Wir machen das da zusammen und das ist auch cool, das ist immer mega mit denen und war gut, auf jeden Fall. Ja, das freut uns auf jeden Fall zu hören und muss ich auch sagen, dass die Messe sich auf jeden Fall jetzt auch im Vergleich zum letzten Jahr nochmal irgendwie fast verdoppelt hat von der Größe her, auch von den Anzahlen der Aussteller und auch, muss ich auch sagen, die letzten Tage waren wirklich sehr viel los hier auf der Messe. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Und du siehst es ja auch von den Ausstellern her, wer so alles da ist, ne? Also passt schon gut. Also ich schon müde. Also kommst du noch zum DJen eigentlich, was wir mal besprochen haben im Podcast? Oder ja, du, bist du noch auf Messe unterwegs? Ich hätte eigentlich auf Samstag einen Kick gehabt, aber den habe ich jetzt mal an einen Kollegen abgegeben. Das war im Terminplan tatsächlich nicht berücksichtigt. Ich habe das nicht auf dem Schirm gehabt. doch, mache ich schon auch noch viel. Ja. Also jetzt in der Sommerzeit weniger, ne, weil viel messen, viel unterwegs. Ja, klar, voll. Aber über den Winter doch noch viel auf dem Boot in Würzburg. Ja, gibt es ja auch eine Folge mit uns. Ne? Ja, stimmt. Ja, gemacht. Ja, auch schon länger. Das war auch mega lustig. Ich glaube, schon zwei Jahre her. Das war auf jeden Fall schon Corona. Länger. Ja, war Corona. Ja, ne? Genau. Wir wussten nicht, wo die Reise hingeht. Hast du, glaube ich, noch im Homeoffice gesessen und dann quasi als Vertriebler von Steinecke im Homeoffice ist natürlich auch so ein bisschen angekettet. Und dann haben wir eine Folge aufgenommen. Ja, das ist für mich, also ich sag's ganz ehrlich, ne, Büro ist schon cool. Also vor allem die Jungs alle zu sehen in der Firma und es ist ja auch echt mega lustig immer. Aber ich bin schon lieber draußen. Also ein, zwei Wochen Büro ist cool, aber dann wieder unterwegs. Das musst du jetzt auch sagen, ne? Ja. ist für mich wichtig und passt auch gerade ganz gut so, ne? Also schon okay. Man wird ja auch älter. Ja gut, ich bin halt, ich habe halt keine Kinder gerade. Die Kollegen in meinem Alter haben alle Kids gerade, also der Christoph und ihr kennt sie ja alle. Ja, same, macht mir auch ein bisschen Angst. Auch viele jetzt das Zweite, was ganz frisch da ist. Und ja, also Christoph, seine Frau, ich glaube, die wäre nicht so begeistert, wenn der jetzt gleich mal zwei Wochen am Stück weg und so, weißt du? Ja, nee, ist bei mir ähnlich, by the way. Das ist auch schwierig, wenn man dann länger weg ist. Ja. Naja, von daher, nee, mir taugt's und ist cool so und ja, mal schauen. Mega, wird schon. Danke, Peter. Alles klar. Dann, gute Messe noch, ne? Ja. Danke dir. We see us. Yes, bis denn. Wir haben ja noch jemanden hier. Noch einen, ne? Der was baut, auf den man große, schwere Dinge abstellen kann. Genau, der quasi auch vielleicht diese Stage hier bauen könnte, ne? Vielleicht ist es das ja sogar. Sagen wir es einfach mal so.
Martin. Na, Martin. Hallo, grüß euch. Martin 2, ne? Der zweite Martin. Martin 2. Da das unser erster Podcast auf der LeadCon-Messe ist, ist es logischerweise auch so für uns ein kleiner, wie gesagt, so ein Messe-Auswertungs-Podcast. Deswegen auch gerne von dir nochmal kurz die Meinung als Team Mod. Findest du das Konzept cool? Ich meine, von eurem großen Stand mit LED-Wand, wo wir aufzusehen waren, jetzt zu dem kleinen Konzept. Ja, man darf es nicht vergleichen, finde ich. Das wäre schon mal grundsätzlich falsch mit ProLight and Sound. Das sollte man nicht machen. Deswegen finde ich das Konzept eigentlich total cool. Als Aussteller hast du auch viel weniger Aufwand erstmal. Also es wird ja auch schon viel von der Messe organisiert vorab. Und von daher finden wir dieses Netzwerk, dieser Hintergedanke zu Netzwerken, finden wir genau richtig, dass es auch dafür ein Messeformat gibt, wo man wirklich Zeit hat, mit den Kunden zu sprechen. Es waren sehr viele Stammkunden bei uns da. Wenn ich jetzt bedenken müsste, ich müsste die alle besuchen, wäre der Aufwand einfach viel höher. Und so haben wir einfach wirklich, dass die alle geballt zu uns kommen. Und wir haben wirklich Zeit, mit denen auch mal uns mal 20 Minuten, 30 Minuten auszutauschen. Und deswegen ist das Format eigentlich genau ideal für uns. Wie man es braucht. Genau. Ja. Einfach als Alternative. Man hat ja trotzdem, haben die anderen Messen auch ihre Berechtigung. Aber genau so ein Format haben wir eigentlich gebraucht als Mod. Ja, ich finde auch, man muss da irgendwie, man vergleicht immer Äpfel mit Birnen, finde ich. Weil das ist hier einfach ganz klar auf das Networking ausgelegt und auf die Leute treffen und wirklich mal sich hier auch auf dem Gang, auf dem Kaffee hinsetzen. Man hat ja auch in der Messehalle immer die Möglichkeit, sich in der Mitte in der Catering-Area zusammenzusetzen an den Tisch, was ja natürlich auch für die Aussteller zugutekommt, weil man nicht immer auch noch das ganze Catering mitnehmen muss oder irgendwelche Sitzmöglichkeiten am Stand bauen muss, sondern alles in der Mitte der Messehalle machen kann. Also das ist schon ganz gut. Genau, so sehe ich das auch. Und man kann sich auch mal mit den Ausstellern viel besser austauschen, weil auf der ProLight ist das teilweise gar nicht möglich, weil du wirklich von einem Gespräch zum anderen hetzt, mehr oder weniger. Ja. Und hier hast du mal wirklich ein bisschen Zeit und Ruhe. Nicht in der ganz großen Hektik, sage ich jetzt einfach mal. Ich habe es ja bei euch auch gemerkt, als wir bei euch abends saßen, dass das auch gar nicht so ein Gegeneinander ist, dass ja viele andere Hersteller und Marken ja auch zu euch kamen, wie zu denen, und habt dann ein Bierchen abends getrunken und da waren super, ich würde schon sagen, süßer Umgangston, einfach sehr, sehr angenehm. Auf jeden Fall kann ich sagen, euer Radler war sehr lecker. Ihr habt ja sogar eigenes Radler aus eurer Region mitgebracht. Das haben wir dann abends dann, also... Ja, ich habe das Inventar etwas verkleinert auf jeden Fall. Ich auch. Stimmt, ja. Ich dachte, das lasse ich mal gut dastehen, aber das ist ja sogar abgefahren. Ja, ja. Aber danke auf jeden Fall dafür. Ja, jetzt letzte Radler ist auch heute weggegangen. Also jetzt ist ausverkauft. Ja, ich bin nicht ein bisschen enttäuscht. Nein, alles gut. Ja, passt. Danke, Martin. Ja, und wie hat es euch gefallen bisher? So, ach, guck mal, jetzt, schön. Gegenfrage, jetzt sind wir. Gegenfrage, ja. tatsächlich sehr gut. Also, Für dich war es ja auch die erste, ne? Die erste LeadCon, muss man auch sagen. Ich war trotzdem ein bisschen skeptisch, muss ich schon zugeben. Ich finde das auch immer falsch zu sagen, von wegen, ja, ist alles geil und ich finde das immer alles cool. Es wäre ja eine reiße Lüge, wenn man immer alles in der Welt cool finden würde. Genau. Deswegen war ich schon skeptisch und war so, man kennt ja die großen Messen und ein paar andere und okay, kann das funktionieren? Dann bin ich hier rein am ersten Aufbautag und war so, ja, okay, schon einiges da auf jeden Fall. Na, guck mal, wo die Reise hingeht. Ja. Das Erste, was mir aufgefallen ist, was wahrscheinlich völlig unwichtig ist, alles irgendwie komplett das gleiche Licht über jedem Stand. Also keiner macht so ein Wettrüsten von wegen, ich habe jetzt hier 150.000 HQI-Scheinwerfer. Das finde ich irgendwie total cool, zumal es auch zu diesem Community-Abend dann so ein bisschen geworden ist, war einfach alles, die ganze Halle schön eingefärbt, weil es wahrscheinlich einfach einen Operator für diese ganze Halle gibt. Genau. Das ist kein wichtiger Fakt, fand ich aber cool. Und ich finde es schön, weil man einfach Zeit hat, mit den Leuten zu reden, weil es eben auch auf kleineren Raum trotzdem eine sehr hohe Dichte an Ausstellern gibt und an Menschen, mit denen man reden kann und man eben nicht einen Marathon zurücklegen muss, um zum nächsten Termin zu kommen. Und allgemein habe ich das Gefühl, dass der Umgangston miteinander auf einem recht professionellen Level ist. Und ich habe das Gefühl, das kann natürlich jetzt auch ein bisschen Placebo sein, aber ich habe schon das Gefühl, dass man hier auch eher auf Augenhöhe wahrgenommen wird. Während ich bei gewissen großen Messen, teilweise auch noch vor ein paar Jahren, wo ich aussah wie 16, so als von wegen, wer bist du denn wahrgenommen wurde, als ob du hier was kaufen willst oder so, oder was willst du eigentlich wissen, da habe ich das Gefühl, dass jeder einen auf einen zugeht und sagt, jo, hast du ein paar Fragen oder findest du das cool, das Ding oder whatever. Also es gibt einfach Gespräche und man wird nicht als Praktikant gesehen, als wer bist du denn, du bist neu in der Branche. Und die meisten verstehen ja auch gar nicht, auf manch anderen Messen, dass ja das junge Publikum die eventuellen Kunden von morgen sind und die eventuellen Techniker von morgen. Und das wird hier, glaube ich, ein bisschen anders gesehen. Das ist zumindest mein Eindruck. Ja, cool. Ja, Martin, vielen, vielen Dank. Danke auch. Viel Spaß Zeit. Noch. Dankeschön. Bis bald. So, ich will schon noch Stefan dabei haben. Eigentlich haben wir noch hier zu unserem eigenen Team noch
den Stefan am Jan, Start. Nico. Moin. Moin. Du hast ja, du bist ja aus Sabeltaschen, du hast ja auch die ganze Zeit hier mit Leuten rumgelabert. Wir waren ja auch noch zusammen davor bei Alkunst zusammen. Sag mal, dein Eindruck so als, selber als, als Ton-Nerd. Also ich finde ganz ehrlich, die Messe hat einen sehr guten Teil von Netzwerken. Ich komme eigentlich gar nicht so jetzt mal, wenn man die Zeit so hat, hier rumzulaufen, so richtig zum Gucken, sondern man quatscht viel, man tauscht sich aus. Ja, und ja, das ist mir auch gefallen, stimmt. Da bildet, bietet das natürlich hier eine sehr gute Plattform für dieses ganze Netzwerking. Daran merkt man ja, by the way, auch, dass man ja nicht so eine Zwerbanane ins Dach hängen muss, um zu sehen, wo der Stand von Schieß mich tot PA-Hersteller ist. Genau, ja. Sondern man hat irgendwie so ein Gerät bei, hängt sich da kurz dran auf und dann dreht man sich sowieso um und redet mit den Menschen vom Stand. Ganz genau. Was ich hier auch immer sehr, sehr gut finde, dadurch, dass natürlich alle Stände ja die gleiche Größe haben, ist es halt so, dass du nicht durch den Stand überzeugen musst, sondern durch dein Produkt, was du auf den Stand stellst. Und das finde ich eigentlich eine ganz gute Anekdote zu sagen, okay, ich muss halt durch mein Produkt überzeugen und nicht durch meine Standgröße oder meinem Rig oder whatever. Ne? Genau, man darf es natürlich nicht schlecht reden, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also es gibt schon die Berechtigung. Und ich finde ja auch, weil das darf natürlich nicht in dem Moment abdriften, dass man sagt, man darf jetzt nicht mehr einen großen Stand bauen. Ja, und alle, die großen Stand bauen müssen, wollen ja bloß beweisen, wie krass sie sind. Das ist ja teilweise nicht so. Es gibt schon Menschen, die da irgendwie was reinhängen, wo sie sagen, hätte es nicht sein müssen. Aber ich finde, so gewisse Shows oder gewisse Stände mit einer gewissen Lampendichte haben auch ihre Berechtigung. Und man sieht, was Robe zum Beispiel immer jedes Jahr für eine Theatershow abzieht. Und ja, das ist ja quasi eine Musical-Show auf der Messe. Ja, genau. Und ich finde, die machen das nicht so Strobo ins Gesicht, um zu zeigen, guck mal, wie viel Lux das hat, sondern die machen ja, also die zeigen ja wirklich den Einsatz, wie die Lampe gedacht ist und nicht nur, guck mal, da 100 Stück, machen alle das Gleiche, cool, oder? Ja. So, es gibt Stände, die machen das und es gibt Stände wie Robe und ich finde, das hat die Berechtigung, aber ich finde es irgendwie geil, hier alle auf ein ähnliches Level zu setzen. Und was ich halt besonders cool finde, ist, das wissen wir beide selber, Audiotechnik hier natürlich für sehr viele. Ja, gibt's hier noch, ne? Genau, Leute. Gibt's noch. Da habt ihr bei euch beiden leuchtende Augen gesehen, als wir hier das erste Mal durch die Messehallen gelaufen sind. Und meist leuchtet dann die Augen bei uns, ja. Genau. Auch da seid ihr auf jeden Fall. Es war immer so, als wenn wir kurz zum Auto gegangen sind, habe ich euch immer mitgenommen und dann war immer so, wo sind sie hin? Ja, da ist wieder ein Stand, wo sie wieder gucken wollten und genau. Nein, Lautsprecher. Und du hast natürlich nicht den Lautstärkenwettbewerb, wenn man dann nach draußen geht zum frische Luft schnappen und immer wieder die gleiche Musik hört. Ja, das ist halt alles ein bisschen abwechslungsreich. Ja, irgendwann ist dann doch, das stimmt. Aber Immersive war ganz cool, dass hier auch die Räume zur Verfügung gestellt werden. Genau, haben wir uns angehört. Genau, dass jede Marke auch mal zeigen kann, was mehrkanalig funktioniert, was ja auch immer mehr im Kommen ist. Das fand ich auch ganz cool. Haben wir auch ein Reel zu gemacht mit Adamson, by the way. Guck mal, Jakob, ich bin krass, ich stehe verschränkten Armen. Fand ich irgendwie gut. Nee, genau, das hat mir wirklich sehr gefallen. Genau, ja. Nächstes Jahr wieder? Nächstes Jahr wieder. Ja, ich würde sagen, können wir fast schließen, oder? Ja, es sei denn, es möchte noch jemand was sagen, dann können wir den gerne noch mit reinschicken. Nein, was? Nee, ich werde gerufen, sorry. Ja, ja, Nico muss weg, ne? Ja, so kommen wir das vor. Nein, herzlichen Dank fürs Zuhören in der kleinen Runde. Ich meine, das war unsere allererste Stage Talk-Folge auf einer Bühne. Vorher gab es das einfach nicht. Deswegen danke, dass ihr trotzdem hier wart. Freut mich sehr, auch wenn ihr alle hinten im Schatten steht, obwohl es Stühle gibt, aber ich finde es ganz schön, dass ihr ein bisschen zugehört habt. Das Recording gibt es ja auch noch. Darf man nicht vergessen. Guck mal, das ist ja schön, dass er auch da ist. Ja. Ja, moin. Ja, geil. Cool, dann vielen Dank fürs Zuhören und checkt auf jeden Fall auch mal die Leadcon-Seite aus. Link haben wir natürlich in die Shownotes gepackt. Genau, sämtliche Reels auch gedreht. Genau, ETC einfach mal abchecken. Und so weiter, haben wir alles gemacht. Genau, hören wir uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zuhören. Bis dann, tschüss. Ciao. Ja, war eine kleine süße Runde, nicht? War gut.